So, liebe Freunde, willkommen hier zurück zu Angry Birds. Epic, epic. Ja, ich habe es gerade auch, wie gesagt, auf dem Tablet weitergemacht. Und da ist mir auch aufgefallen, dass das Level normal ist. Also das hier ist eigentlich ein Anzeigefehler. Oder das wird bei der Synchronisation nicht richtig übernommen. Da werde ich jetzt auf jeden Fall beim Support nachfragen. Da soll man auf jeden Fall die Differenz gut schreiben. Ja, der Typ ist abgehauen in den Turm rein. Er hat ihn nicht verzaubert. Also er ist einfach rein. Gut, also wenn er meint. Ich habe sogar noch ein Glücksschwein gamblen können und dabei habe ich eine kristallene Kugel mit 3 Sternchen, heißt es glaube ich, gefunden, bekommen, hier für ihn. Wieder mal, warum auch immer. Eine schimmernde Kugel, nicht kristallene Kugel. Ja, ein bisschen Leben erhöht auch um 38, um genau zu sein, erhöht maximal um 15 und hier genauso. Ja, schicke Items für ihn und ich würde sagen, für die machen wir die Klassen wieder normal. Zack. Für meinen Paladin, der kommt wieder hierher. Ah, ein schöner Paladin. Und sie kriegt natürlich ihre Bardin wieder zurück. 97 Schaden. Was ich mich gerade eigentlich frage, wenn ich Elite-Klasse mache, erhöht sich das um nochmal 40%? Weil da steht da um 40%. Oder erhöht sich das um auf insgesamt 40%? Theoretisch müsste man das testen und das kaufen. Aber ich habe nicht genug Schnäuzlinge. Da steht da, erhöht Leben und Angriffskraft um 40%. Das hier ergibt der 20% Veteran. Ja, gibt der Elite jetzt extra 40% oder nur nochmal extra 20% auf 40%? Das werde ich auf jeden Fall in dem Forum mal nachfragen, wo ich da immer bin. 1,5 Stunden ist ja eh ein neues Ding. Da lohnt sich das jetzt erst eh nicht mehr. So viele Schnäuze kriege ich da eh nicht hin. Ja, genau. Ich habe 2 Sternchen nur bekommen, weil der übel viel Schaden gemacht hat. Also 180 Schaden und meinen Schwindler fast immer getötet hat. Wispick, ja, ich weiß schon, dass es auf jeden Fall. Oh, au, au, au. Dunkle Energie, was hat der? Das ist auch so ein Kontertyp, ne? Ein Kaktusritter. Ich habe das Gefühl, auch hier wird mein Dings wieder abstürzen, meine App. Wenn ja, dann werde ich laut schreien. Ich werde sehr laut schreien. So, hier, komm, mach den Scheiß mal weg. Ah, ne, er heilt ja nur. Nimmt ja die Effekte gar nicht mehr weg. Da müsste ich jetzt theoretisch den Effekt hier nehmen. Aber der macht Schaden. 256 bei allen. Gut, wir haben uns mal ganz kurz heilen. Dann ist das schon mal weg. Ach scheiße, warum hat er nicht gestunt, ey? Okay, für ihn ist kein Ding. Au! Du tust mir weh, Alter. Mega weh. Leute, hoffen wir mal, dass es nicht abstürzen wird. Ansonsten werde ich, wie gesagt, laut rumschreien. Wie ein kleines Mädchen. So, die Badenfähigkeit müsste weg sein, genau. Macht aber auch nichts. Ich weiß gar nicht, ist sie überhaupt immun gegen die Fähigkeit? Gegen den Stun? Ich glaube nicht. Als Fähigkeit hat der. Macht übel viel Schaden und noch viel mehr. Achso, erhöht die alten Heilung. Ja, genau, gönn dir. Erhöht die alten Heilung 100%. Warum nicht? Komm, macht, gönnt man sich ja so schön. Deswegen hat er nur als Schild Dings und kein Dings mehr. Deswegen hat er als Schild nur einen Konter und keine extra Heilung mehr. Keine extra Heilung, kein extra Schaden. Du bist jetzt langsam mal fertig mit Schaden machen und gehst mal auf den Sack, ey. Dankeschön, gestunt. Sehr schön. Können wir uns gleich einmal heilen, obwohl wir können ihn nochmal stunnen. Okay, hat ihn leider nicht gestunt, aber dann machen wir es hier mit ihm. Wir haben mal 2 Möglichkeiten zu stunnen pro Runde. Oh, ist sogar schon tot, siehst du. Hätte ich mit mir in der Bade vielleicht heilen sollen. 40 Münzen. Und leider wahrscheinlich wieder nur 2 Sterne. Na, ja, aber klar. Macht aber nichts. Das holen wir alle später nochmal nach, hoffentlich. Das wird wahrscheinlich nur eine leere Drohung sein. Okay. Ja, ich will die Baden haben, diese Fähigkeit. Oh, er verschwindet zum Tower wahrscheinlich. Blöder Penner. Oh nee, oder? Muss ich wirklich jetzt schon machen? Oh oh, ein gestohlenes Vogel wird hier bewacht. Das wird ein harter Kampf. Ein Hauptpreis Schweinekönig Schloss, ein Hauptpreis des Dingensen, eine Kiste. Ich lasse es erstmal, ich werde den Bonus jetzt nicht benutzen, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass es A abstürzen wird. B, ich überhaupt gar nicht bis zu dem Typen mehr hinterkomme und C, ich deshalb die falschen Klassen, aber ja, also B und C ist so ein bisschen, ach du Scheiße, leck mich doch am Arsch. So, B und C steht ein bisschen in Verbindung miteinander.
Die sind so fucking tanky. Fünf Wellen, weißt du? Fünf Wellen. Immer auf denselben. Immer auf denselben. Kommt, gönnt euch. Immer auf denselben Ruff. Ist mega lächerlich. So, töten wir erstmal den hier. Haben wir schon mal einen weniger von denen. Ja, ich gehe mal. Ich wette mit euch. Auf jeden Fall wird die App abstürzen. Oder der Player wird crashen. Wie auch immer man es nennen will. Ja, das ist Scheißdreck hier. Ja, freut mich doch, das auf dem Tablet dann machen zu können, ohne es euch zeigen zu können. Also, ich finde das was wirklich toll. Ich meister des Sarkasmus. Alter, das kannst du mal aufhören, mich anzugreifen hier. Bist ja mega ätzend. Können wir gleich mal die Wutschild benutzen, dann wird sie nämlich in der nächsten Runde schon wieder aufgefüllt sein. Der ist tot. Kann man den hier angreifen? Du, für wie die uns wiedergeben? Schauen wir mal, ob die Zeit überhaupt reichen wird. Ich finde es cool, dass die Fähigkeit immer noch funktioniert. Also ich wollte gerade sagen, ich habe 3200 Schaden gemacht, aber waren das 3200 Pünktchen, an die wir bekommen haben. Mein Pali macht jetzt ernsthaft mehr Schaden als ein Schwindler. Das ist natürlich sehr traurig. Das ist natürlich sehr traurig, dass eine Tankklasse mehr Schaden macht als eine Damage-Dealer-Klasse. Ja, sobald Bomben kommen, werde ich auf jeden Fall die App oder mein PC in die Ecke kloppen, weil ich weiß, dass es dann... Jetzt greif einmal, verdammt nochmal. Ach ja, werden wir auf jeden Fall das Ding benutzen, weil wir werden nämlich gleich die Wutschili verlieren. Denn die beiden sind nämlich Typen, die Wutschili entfernen können. Was mega kacke ist, finde ich. Aber gut, einer ist schon mal tot. Es gibt mega krass viel Erfahrung. Vielleicht sollte ich solche Dinge auch als Erfahrungslevel benutzen. Pam! So, entzaubert und zweimal Damage machen. Kann man mal stunnen, bitte? Dankeschön. Finde ich wirklich toll. Und nochmal. Na, schade, hat nicht funktioniert. So, wenn wir uns gleich noch eine Heilung reinziehen, damit es für die nächsten beiden Runden, die wir hier gleich weitermachen, noch sind. Ich hoffe mal wirklich, es kommen hier keine Bomben. Denn das lässt immer die App abcrashen. Und ich hoffe mal, verdammt nochmal, ich kriege diese Erfahrung gut geschrieben noch. So, viermal davon. Eigentlich müsste ich den zuerst töten, den Pyro-Schwein. Na, schauen wir mal. Schade, den falschen. Eine Schutzblase. Heißt doch Schutzblase, ne? Genau, eine Schutzblase. So, der hinten ist ja gestunt gewesen, den kann man so töten. Versuchen wir den mal zu stunnen. Hat leider funktioniert. Aber nächste Runde ist er dann weg vom Fenster. Kommt, gibt immer dem gleichen die Schutzblase, kein Ding. Autsch. Macht man noch gerne. Alter Opi. Ja, ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, dass die App abstürzen wird gleich. Aber dafür kann ich leider gerade nichts. Ich weiß, dass ich es tun wird und ich spiele trotzdem hier weiter. Ja, komm, geht immer auf den gleichen. Total cool. Ja, überlebst noch mit einem Leben, weißt du? Das ist mega ätzend. Oh gut, solange Schutzblasen gibt es in Ordnung. Solange ihr das tut, ist in Ordnung. So, oh, zwei Erfahrungen kriege ich. Super. Super süß. So, immer noch keine Bomben. Die Bomben werden nämlich in die letzte Runde gleich kommen. Also bisher ist es relativ einfach. Vielleicht hätte ich doch den Effekt mit dem sollen 10% mehr. Aber ich weiß nicht, ob die Bomben halt kommen. Deswegen, vielleicht hebe ich mir fürs Dings auf. Fürs Tablet, wenn es überhaupt... Alter, willst du mich verarschen? Wie viel Schaden machst du nur, bitteschön? Schön? 85 angeblich nur. Hat er gerade viel mehr gemacht, oder? Ja, mein Schwindler ist halt mega anfällig. Was mega kacke ist. Autsch. Ja, komm, gönn dir. Immer auf denselben. Mein armer Schwindler, weißt du, der wird die ganze Zeit verpenetriert hier. Und saugt gerade nur 5 Minuten der Kampf. Echt gar nicht so lange, wie ich dachte. Oh, gestunt, sehr schön. Das freut mich doch. Da ist er sogar. Nee, er überlebt es knapp, soweit ich
Er ist kalkuliert. Er ist doch tot. Hab nichts gesagt. So, aber ich werde jetzt prophezeien, dass da verdammte Kackbomben gekommen werden. Das kommt nämlich immer bei dem Typen. Hallöle, kleines dickes Monster. Hi, Porky. Und hi, Whispig. Drei Leute ist kein Thema. Kommen noch ein paar mehr? Vielleicht noch ein paar Bomben? Ach ja, ignoriert Schaden über 115. Das heißt, ich kann ihn überhaupt gar nicht töten. Das ist ja ganz klasse. Okay. Das heißt, er ist eigentlich überhaupt gar nicht wichtig. Den Whispig. Ja. Wir können es mal versuchen. Ich muss erst mal gucken, ob sie überhaupt vorankommt. Ah, kacke. So, er heult einfach nur. Der ist einfach total nutzlos. Der lädt auf. Und da ist die App abgeschützt. Wie ich es vorausgesagt habe, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann gleich wieder. 3 Minuten haben wir ja noch. Ich hoffe mal, ich krieg's hin. Ich brauch vielleicht ein paar mehr Anläufe. Ansonsten, ja, hier muss ich mich natürlich wieder abmelden. Das dauert ja auch wieder Ewigkeit. Da muss ich mich da anmelden. Also wirklich super gemacht, dieses Spiel. Super toll. Diese Ausrede, das ist für mobile Dings designt. Das ist total schwachsinnig, wenn BlueStacks einfach so ein Kackplayer ist, um das eigentlich zu emulieren. Egal. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder dann kurz oder nach dem Ding und ich werde euch dann berichten, was so alles Schönes passiert ist. Bis gleich, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, bis gleich, ciao. So, da sind wir wieder zurück hier bei Angry Birds Epic. Ich habe das Level abgeschlossen und zwar einmal mit meinem Schleimi hier, um den Porky zu töten. Denn der hat sich ja nur mit Schaden unter 119, glaube ich, angreifen lassen. Und komischerweise zählt er den Damage Over Time Effekt nicht mit den 200 rein. Genau, dann haben wir den, habe ich glaube ich mitgenommen die ganze Zeit, den habe ich auch mit gehabt. Ja, ansonsten hatte ich die ganz normalen Champion, die ganz normalen Klassen halt. War ganz gut, also der Schweinekönig hat ja nichts getan. Und ja, der Whispig war so komische Fähigkeit, 75% Angriffskraft hat reduziert. Es sah aber so aus, als ob er halt die Angriffskraft weniger hatte, aber im Endeffekt, ich habe irgendwie nur 83 Schaden gemacht, glaube ich, mit meinem Magier. Mit zwar statt 203 irgendwie nur 83. Ja, schauen wir mal ganz kurz beim Dojo vorbei, da sind ja wieder neue Klassen angeblich. Und da haben wir einen Regenbogenvogel, einen Samurai. Ne, oh hier, der Elite Paladin. Einfach mega krass, aber ich habe noch lange keine zweite. Ach ja, genau, ich bin Level 17 gekommen übrigens. Der hat also nur irgendwie nicht richtig synchronisiert. Auf dem Tablet war ich weiter in Level 17, das heißt, alles, was ich hier gemacht habe, war umsonst gewesen. Die Erfahrung hat er nicht mitgenommen. Ja, echt ärgerlich, dass ich die Dings jetzt nicht habe, das Gold dafür nicht habe. Aber es macht doch nichts. Obwohl der Paladin natürlich mega krass ist. Ah, ich will's haben. Was wäre denn die Alternative? 20 Stück für... Das ist schon nicht übel. Einfach mal alle 200 Stück einfach mal, obwohl 2000 ist jetzt auch nicht unbedingt viel. Ja, 3000 Stücke Silber. Nö, da farm ich lieber. Da leckst du mich doch fett. Dann farm ich das lieber irgendwann mal. Ich habe Zeit, irgendwann kaufe ich mir eh alles. Das ist mir also relativ stulle. Ja, wir haben hier außerdem noch neue Rezepte freigeschaltet bekommen, nachdem wir hier fertig gespielt haben. Eine genaue Schleuder. Eine Raketenüberraschung und ein Blasenstab. Die lassen wir alle mal drin. Kann man später mal kaufen, wenn wir Interesse haben. Ja, hier oben können wir hier weiter das Level weitermachen. Genau, und hier seht ihr, der Dings hat sich hier nach oben gesäppt, der Whispig. Ja, ein gestohlenes Vogel. Ich habe es natürlich nicht bekommen. Er hat auch die Krone vom Schweinelord genommen, hier von dem Schweinekönig. Oh, der Arm ist traurig. Tja, Pech gehabt. Ja, und hat jetzt fünf Leute beschworen, 5 Magier. Blitz, Feuer, Blitz, Feuer, Wald, Eis und was ist das hier? Ja, wahrscheinlich irgendwas anderes. Irgendein Totendings wahrscheinlich. Ja, und ich denke mal, die werden wir jetzt alle besiegen müssen, bevor wir zu ihm reinkommen. Da müssen wir aber noch einen langen, langen Weg ablegen, bevor wir da hinkommen. Ich denke aber, ich werde dann weiterhin mit dem Tablet ein bisschen Rohstoffe farmen, Schnäuzlinge farmen, die natürlich extrem wichtig sind. Viel, viel, viele Schnäuzlinge und auf jeden Fall mehr Level, also wenn maximal Level 40 ist, nächste Stufe in 4000 fast, ist ja wirklich abartig. Gut,
Damit würde ich sagen, machen wir ganz. Ich habe jetzt kein Stoppuhr, aber waren irgendwie noch 3 Minuten. War jetzt nicht mehr lange Ahnenhöhle. Ey, das ist mega krass. Ich will da unbedingt rein. Aber ach, stimmt, da fehlt dann noch das Ei. Da sind gerade Fledermäuse rausgekommen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause. Wir sehen uns im nächsten Part von Angry Birds Epic wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao, ciao.